Hallo zusammen. Ja, in dem heutigen Video geht es darum, wie sieht ein wirklich gesunder, kraftvoller, ganz insgesamt ein ganzer Hochsensibler für euch aus oder auch für mich. Und ich merke, dass der Titel, der könnte eigentlich zwei Titel haben. Einmal meine Vision für die Welt, für die hochsensible Welt. Und eben, wie sieht ein gesunder Hochsensibler aus? Weil das gehört irgendwie für mich zusammen. Ich habe mir das schon oft überlegt, weil wenn man eben jetzt zum Beispiel die diversen Tests im Internet anschaut, diese zum Gucken, bin ich hochsensibel? Ich merke, die sind einfach immer noch so stark orientiert danach, eben, wo die Überforderung liegt, dieses zu viel und dieses aus dem, ja, irgendwie auch aus dem Schmerzkörper herausgesprochen. Was ja auch jeder von uns kennt, mehr oder weniger stark. Und das ist auch wichtig, das erstmal selber zu erkennen und sich erkannt zu fühlen auch. Und auch den Teil anzunehmen und zu merken, doch, auch mit dem, ich bin richtig. Und obwohl ich da und da und da überall die Überforderung merke, bin ich nicht falsch, sondern ich bin richtig. Und trotz allem merke ich, dass diese ganzen Fähigkeiten, das Schöne, da manchmal gar nicht so betont wird, was wirklich Fähigkeiten auch sind. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir diese Umfrage gemacht haben. Was sind für dich, wie erlebst du in deinem Alltag die Gaben und die Fähigkeiten und die Stärken von deiner Hochsensibilität? Und es ist unglaublich gewesen, was da für tolle und für eine Fülle an ja, Fähigkeiten auch zusammengekommen ist, die meiner Meinung nach oft bei solchen Tests total untergehen. Und das ist was, wo ich mir so wünsche, dass sich das immer mehr dahin entwickelt, dass man diese ganzen Anteile und diese Lücken, wo man merkt, oh, da ist ein Schmerz und das ist mir zu viel und auch diese Zweifel und Fragen, wie, wo kann ich mit diesen auf eine Art Einschränkungen oder mit diesem zu viel in der Welt überhaupt gut bestehen, dass man das immer mehr ja auch heilen kann, integrieren kann und dass diese ganzen Fähigkeiten gleichzeitig mit rauswachsen. Also dass dieses eine sozusagen ein Lösen ist und das andere ein Reinwachsen, ein Auffüllen. Und ja, wie gesagt, das ist so, so schön, was da einfach an Fähigkeiten und Gaben zusammengekommen sind bei der Liste. Und das ist eben meine Vision. Stell dir mal vor, das auch als Visualisierung, wie würdest du dich sehen, wenn du dir überlegst, wer bin ich und wie bin ich in meiner vollen Kraft? Würde das heißen, dass deine Sensibilität völlig verschwunden ist oder weg ist? Ich glaube nicht. Also bei mir ist es zumindest nicht der Fall. Aber das würde eben diese ganzen Aspekte, wo man sich eben so schnell überfordert fühlt, vielleicht das Gefühl hat, von überrollt zu werden oder ja, wo auch noch Ängste, Unsicherheiten und so auch da sind, dass die immer weniger werden und dass man quasi wie ein Engel dastehen kann und die Fähigkeiten ausleben kann, ohne Zweifel zu haben, ohne Angst verurteilt zu werden oder ja, ausgegrenzt oder abgelehnt zu werden, je nachdem. Da gibt es ja ganz unterschiedliche wunde Punkte, die jeder von uns hat. Aber dass das eben immer mehr in so ein Selbstbewusstsein führt und dass nämlich, wenn man sich dann diese Gaben anschaut, dann merkt man, das ist doch genau das, was die Welt jetzt braucht. Also, wenn ich jetzt nur mal, ich zähle jetzt mal auf, was mir gerade einfällt. Und wenn ich mir das vorstelle, das wäre doch einfach nur genial, wenn das immer mehr in Ausdruck kommt. Zum Beispiel Intuition. Wie toll wäre das, wenn die Menschen, wenn du immer mehr auf deine Intuition hörst und die auch auslebst, dich dadurch auch führen lässt. Das heißt, es ist ein Leben immer mehr vom im Fluss sein, im Gleichgewicht, von in Übereinstimmung du mit deinem Wesen, mit dem Äußeren. Dann Empathie, das Einfühlen können in andere Menschen, ist doch was Wunderschönes. Vor allem dann, wenn du trotzdem bei dir bleiben kannst, wenn du die Anteile vom anderen nicht übernimmst und dadurch eben nicht mehr weißt, ist es jetzt meins oder ist es zum anderen, aber einfach dieses Fühlen können, was, wie es dem anderen auch geht, was er braucht und
Ja, je nach Beruf, je nach Tätigkeit auch ist es ja einfach absolut genial, eben in therapeutischen Berufen, in überhaupt, wenn man mit Menschen zu tun hat. Dann, was wurde denn da noch aufgezählt? Dieses Spüren können, Vorahnungen haben zum Beispiel. Spüren können auch, wenn man in einen Raum geht, was das so für eine Qualität ist und was es vielleicht braucht. Und wenn man in seiner Kraft ist, dann vielleicht sogar merken, inwieweit kann ich diese Qualität da jetzt mit einfließen lassen. Genau. Dieses Mitgefühl mit anderen Lebewesen zu haben, mit Tieren und mit der Umwelt überhaupt, ja, ist doch absolut genial, weil das braucht es eben auch mehr. Wir brauchen doch mehr Mitgefühl und Bewusstsein für Tiere, für die Umwelt eben, dass die nicht noch mehr geschädigt werden, sondern dass es heilen kann, was total schön ist. Genau, dieses berührt sein können ist auch was Wunderschönes. Also, weil das fördert einfach, das ist dann mehr Menschlichkeit, mehr Herz, mehr Seele. Ja, darf von mir aus viel, viel mehr geben. Genau. Und dann das andere ist für mich, wenn ich spüre, oh, das ist zu laut, zu grell, zu schrill, vielleicht Materialien sind unangenehm, dann ist es doch nur gut, weil dadurch ist es mein Barometer, fühlen zu können, ist das überhaupt was Gesundes, weil meistens ist dieses Gefühl ja ein Zeichen von eigentlich sehr ungesunden Geräuschen zum Beispiel oder Materialien oder Geschmäckern, was auch immer. Also zeigt das ja nur noch mehr, wie kann ich, wie können wir zusammen eigentlich die, ja, also diese unsere Lebensbedingungen verbessern, sodass das ein gesundes und für mich auch an oder für mich, für uns, wenn ich jetzt mich sage, meine ich uns alle, was eine angenehme und gesunde Lebensweise ist. Weil das ist ja den meisten auch schon klar, dass viele Bedingungen gerade hier auf der, ja, in unserer Gesellschaft eben eigentlich sehr ungesunde sind. Und es ist doch was total Gutes, wenn man merkt, hey, ich kann mich dem gar nicht anpassen. Ich muss mich dem auch gar nicht anpassen. Aber das ist auch was voll Wertvolles, wenn man eben irgendwann so gut auch in sich verankert sein kann. Dazu mache ich mal noch ein extra Video, wie man das machen kann, damit ich mich darin bewegen kann, ohne das alles anzunehmen. Weil das ist ja das, dann merke ich, ich kann das sehen, ich kann das wahrnehmen, aber ich muss es nicht übernehmen, ich muss es nicht zu meinem machen. Genau. Also das jetzt nur mal als so eine kleine Auswahl an Beispielen. Ich werde euch das aber auch mal noch drunter verlinken, nochmal diese Übersichtsliste, die wir da zusammengetragen haben, wo die ganzen Fähigkeiten und Gaben von euch, von jedem von einzelnen von euch zusammengestellt. Das ist jetzt nicht, wo irgendwo in einem schlauen Buch steht, sondern so, was jeder für sich persönlich als Gaben und Fähigkeiten der in der Hochsensibilität empfindet. Das ist doch was total Wunderbares. Und ich glaube, das ist auch was ganz Heilsames und Kraftvolles und auch was Lösungsorientiertes, sich darauf auch mehr zu fokussieren oder auch diese Fähigkeiten und Gaben noch mehr auszuleben und zu stärken. Dass die eben einfach wirklich auch verankert werden und nicht nur eben eine nette Idee sind, so à la, ja, das ist ja schön, wenn ich empathisch bin, aber in der Gesellschaft, bla bla bla. Genau. Also, von daher muss ich sagen, meine Vision sieht total schön aus und ich denke mir nur, wow, was wird das für eine tolle Welt? Was ist es jetzt schon für eine tolle Welt? Und ich wünsche mir eben immer mehr, dass, ja, dass wir uns auch lernen zu zeigen und auszudrücken und ja, nicht mehr verstecken müssen, unser Wesen. Und jeder, manchmal macht es auch nur ganz klein bisschen aus, je nachdem, wo man steht. Manchmal muss man auch ein ganz kleines bisschen nur in die Richtung machen, sich ein ganz bisschen öffnen, zeigen, irgendwie sowas in der Art ausleben, noch mehr von dem, was deinem Wesen wirklich entspricht. Und ja, dadurch wird diese Lawine schon in die richtige Richtung bewegt. Ja, so ist das. Das ist meine Vision. Genau. Und weil ich persönlich zum Beispiel auch gerade dran bin, diese Ängste und Blockaden und Unsicherheiten zu überwinden, zum Beispiel vor der Kamera zu stehen, wer es glaubt, oder nicht, dann drum bin ich eben auch dabei, das jetzt einfach zu tun, den Schritt zu wagen und einfach mal zu machen. Drum habe ich jetzt die Kamera mal wieder in die Hand genommen
und werde das jetzt noch öfters tun. Genau, also alles Liebe und bis bald.